In Frankreich ist es die vierte Nacht in Folge zu Ausschreitungen in mehreren Städten gekommen. Nach neuesten Angaben des Innenministeriums wurden fast 1000 Personen festgenommen. Ausgelöst wurde die Gewalt durch den Tod eines 17-Jährigen nordafrikanischer Abstammung, der am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen wurde. Zu Ausschreitungen kam es nicht nur in Paris, in dessen Vorort Nanterre Nael M. getötet wurde, sondern unter anderem auch in Marseille, Lyon, Toulouse und Lille. 45.000 Polizistinnen und Polizisten waren dem Innenministerium zufolge landesweit im Einsatz. 200 von ihnen seien verletzt worden. Am Samstagnachmittag soll Nael in seinem Heimatort Nanterre beerdigt werden. Es könnte dann zu weiteren Krawallen kommen. Der Gewaltausbruch hat Präsident Emmanuel Macron und seine Regierung in die schwerste Krise seit Beginn der Gelbwesten-Proteste im Jahr 2018 gestürzt. Die Verhängung des Notstandes hat Macron allerdings bislang nicht angeordnet. Ausgeschlossen ist das dem Innenministerium zufolge allerdings nicht.